Ja, vielen Dank an Tiger. Ich habe mit ihm so gut wie meine ganze Karriere verbracht und es ist schön, so einen Förderer an seiner Seite durch seine ganze Karriere zu haben und definitiv habe ich ein ganz spezielles Verhältnis zum Tiger und ja, danke für solche Worte. Was soll ich sagen? Ist doch schön, wenn mir das Leute zutrauen, wenn ich mir das selbst nicht mal zutraue. Also es ist doch, jeder hat eine andere Meinung dazu und wichtig ist, dass ich ein Gefühl habe und mein Gefühl hat mich selten getäuscht und deswegen ist für mich immer noch jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, ich weiß nicht, ob mir meine Frau zu Hause dann die Pläne hinlegt, was ich alles zu erledigen habe die Woche und wann es wieder losgeht für mich. Das werde ich mal abwarten. An sich, nee, also ich gehe jetzt einfach ein bisschen in Urlaub. Ich habe noch ein paar Termine drumherum. Ja, ich freue mich eigentlich mehr. Nee, ich habe ja schon in manchen Interviews schon durchklingen lassen, dass die natürlichen Nachfolger von mir eigentlich Manu und Thomas sind, die jetzt beide zweiter und dritter Kapitän sind, die einen ähnlichen Werdegang hatten wie ich, die den FC Bayern wirklich im Herzen tragen, die absolute Führungsspieler sind und trotzdem ist es nicht meine Entscheidung. Also ich bin ab Sommer weg und dann wird man sehen, was passiert. Aber die natürlichen Nachfolger wären sicher Manuel und Thomas. Ich glaube, wenn ich mal ein bisschen raus bin, werde ich einiges vermissen. Also das schon. Aktuell bin ich ja noch jetzt eine Woche drin in dem Geschäft und dann ist es immer schön, wenn ein paar Sachen einfach wegfallen. Irgendwann glaube ich, ist es schon so, dass ich zurückschaue und ein paar Sachen vermissen werde. Ich glaube aber eher, dass es nicht um die Reisen geht, weil ich bin gerne zu Hause, ich bin gerne bei der Familie. Es geht mehr um die Gemeinschaft in so einer Mannschaft, zusammen in der Kabine, das ist eine eigene Sprache. Die Zusammengehörigkeit mit den Betreuern auch und in dem Verein. Ich bin 95 zum FC Bayern gekommen, also ich fühle mich da schon sehr, sehr wohl beim FC Bayern und das wird mir sicher irgendwann mal fehlen. Nö, also das realisiert man einfach, also vor allem am Ende von bestimmten Sachen. Also ich wusste, dass am Samstag, dass es mein letztes Auswärtsspiel gewesen ist. Das weiß man, also man geht nicht davor ins Spiel und sagt, oh, jetzt ist mein letztes Auswärtsspiel oder so, sondern halt, man sitzt danach im Bus. Und man weiß einfach, das war's jetzt mit den Auswärtsreisen und mit den Auswärtsspielen. Aber das ist ja ganz normal. Ich glaube eher der Samstag, der wird dann nochmal sehr interessant. Ja, nicht nur letztes Mal die Meisterschale, das letzte Mal da auf dem Rasen zu stehen beim Pflichtspiel, mit den Jungs davor in der Kabine zu sitzen. Also so viele Sachen danach, mit den ganzen Legenden auch zusammen zu sein, mit den Fans zu feiern, die Mitarbeiter bei der Feier. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin in München geboren, in Bayern. Da kann man mit Bier umgehen. Also werde ich auch das, werde ich auch irgendwie erledigen, in welcher Art und Weise. Danach muss ich mich sowieso umziehen. Auch in den letzten Jahren bin ich nie wirklich trocken davon gekommen. Wenn überhaupt. Also ich weiß nicht, bis jetzt ab und zu mal, also bei der Meisterfeier oder als wir in Wolfsburg Meister geworden sind, klar, sind da Spieler zu mir gekommen. Mir auch gratuliert, auch für meine Karriere und so. Und klar, es ist was Schönes, aber wir werden sehen, was am Samstag passiert. Deswegen sage ich ja, ich lasse mich überraschen, was passiert am Samstag.